Laura Ludwig. Olympiasiegerin. Luisa Lippmann kommt ja aus der Halle. Also ich bin auf jeden Fall immer noch Beachvolleyball verrückt und will immer noch international erfolgreich sein. Ich bin Lauras neue Partnerin. Ich bin aber nicht Maggie und ich bin auch nicht Kira. Ich bin Luisa. I told the girls, my goal is not to win the Olympics, it's to make the best team the world has ever seen. Also ich habe Bock aufzustehen und meinen Körper in Schwung zu bringen und zu bewegen. Ich trainiere, glaube ich, seit 2 Wochen am Ball im Sand und freue mich jedes Mal wie so ein kleines Kind. Können wir mal schnell uns fertig machen und aufs Feld gehen. Hoffentlich wird jetzt der Pause Spaß. Mama? Ja, guten Morgen. Guten Morgen, jetzt ist man mit einer Hallenspielerin, die keine Punkte hat, und eine Mami ist mit 2 Kindern. Mit wenig Punkten. Mal gucken, wo wir dann stehen in 1-2 Jahren. Also die nächsten Wochen, Monate ist es noch die Aufgabe, wirklich einen Headcoach zu finden, der irgendwo dann auch die Entscheidung übernimmt. Papa macht Stille. Machst Stille? Hast du mir schon gesagt, was du möchtest? Heute habe ich mein Leben nicht mehr unter Kontrolle. Meine Babys haben es unter Kontrolle. Guck mich mal verliebt an. Theo kommt gleich in den Kindergarten, ne? Und dann machen Morf und ich, wir machen uns auf den Weg zum Training. Also ich freue mich wie ein kleines Kind auf jeden Fall. Also ich habe da auch ordentlich Adrenalin. Also heute Morgen, als ich aufgewacht bin, habe ich gedacht, so, heute ist es endlich soweit. Luisa ist einfach ein athletisches Tier, muss man mal sagen. Also ich glaube, keiner im Beachvolleyball in Deutschland hat die Athletik, die sie mitbringt. Das Beste kommt zum Schluss. Ja, ja, ja. Können wir dramatische Musik haben? Trommelwirbel bitte. Lief doch. Kein Schaden. Also jetzt ist ja alles sehr low intensity und da fühle ich mich schon sehr gut und sehr weit. Am liebsten würde ich so, wie Luisa auch sagt, lass uns doch gleich weiter, ne? Geht doch so, also so. Aber ich merke, nach 3 dynamischeren Bewegungen ist meine Kraft dann auch relativ schwach wieder. Ich würde sagen, ich bin so bei, das war 50% sein. Ja, also ich glaube, ich habe halt einfach viele Muster noch so, also auch Denkmuster, die ich so in der Halle hatte, die mir schwerfallen, jetzt noch so loszulassen. Also wenn ihr jetzt nach dem Training, kann ich das relativ reflektiert, glaube ich, wiedergeben. Im Moment, wo ich es dann mache, dann bin ich halt ungeduldig. Da würde ich ganz gerne, dass es schneller geht. Und sofort. Alles zusammen. Ich finde es mega, dass Hamburg ja eine wirklich riesengroße Stadt ist, dass es so viele kleine Viertel gibt. Aber wir sind nach wie vor noch irgendwie am Erkunden auch. Also manchmal fühle ich mich immer noch so ein bisschen wie ein Touri, weil ich nur zu meinen bekannten Spots gehe. Aber ich glaube, so richtig Hamburg noch nicht erlebt habe. Darf ich ein Foto machen? Ja, genau. Leute kommen gar nicht mehr wegen der Waage ran. Ja. Wegen der Mund. Oh. Ja, danke schön. Ja, ich hoffe dann, dass wir uns mal am Roten Baum sehen. Mit Laura zusammen. Ja. Tschüssi, schönen Tag noch. Laura kennt man, das finde ich geil. Wenn du es irgendwann geschafft hast, dass man immer hier deinen Namen kennt und dich damit verbindet, ja, dann hast du es geschafft. Ja, komm rein. Ja, das sind dann eigentlich ja alles die aus Deutschland. Das sind meine 2 aus China und das ist Russland. Olympia, WM, EM. Ja, also so die internationalen Turniere halt, die großen Turniere, die fehlen. Ja, da hoffe ich. Die Wand hat ja noch ein bisschen Platz. Ich glaube, das mit Martin echt gut passt in unserer Konstellation, weil er echt eine ruhige Person ist. Die Calmness in person. Und auch mit Luisa nicht den Respekt davor hat, eigentlich von einer
Hallenspielerin, eine Beachvolleyballerin daraus zu machen, sondern eher die Challenge annimmt. So. Und da habe ich ein ganz gutes Gefühl gerade. Und es ist schön, jemanden zu haben, wo man alles auf den Rücken packen kann. Hier entscheide du, rede du mit dem, mach die Zeit, mach das. Und dann ist es gut, dass man da jemanden hat, der, wo man alles hinschieben kann. Laura called me and I don't think it was an easy decision. I don't think it was like an obvious choice, but I'm very happy that they decided to give it a try and I will do my best to prove them right. Laura and me have known each other for a long time. All of us want Laura to be even better than she's ever been. I don't think there are a lot of players who improved more than Luisa over the last 2 months. She's kind of like a coach's dream in a way. Incredible physical skills. Yes, perfect timing. Played a lot of volleyball, like she understands all the parts of it, but still being open to new ideas because she's still in a new sport. Großes Ziel ist natürlich Olympia und auch nicht einfach nur dabei sein, sondern ja, eine Medaille zu gewinnen. Also irgendwie, da jetzt Familie doch sehr weit nach vorne in meinem Kopf gerutscht ist, ist mein Bild so ein bisschen, dass ich in Paris mit Luisa auf dem Feld stehe und meine drei Jungs zugucken und mich anfeuern. Ja. Meine drei Männer.